Ja, hallo und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Rome 2 Total War mit dem Königreich Epirus und mir, Fighting Joe. Im letzten Part konnten wir noch eine Schlacht gegen die Ponter schlagen und gegen Pontos schlagen und Amasaya einnehmen. Bauen wir mal ganz kurz um. Und in diesem Part nehmen wir mal ganz kurz hier diese Armee auseinander, aber die ist eigentlich auch nicht mehr wirklich existent und sowohl wahrscheinlich schon die Garnison von Sinope als auch die von Ankyra müssten das schaffen. Weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe mit dem Monumentum Ankyranum. Ich glaube aber nicht, ne? Habe ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls das Monumentum Ankyranum ist eine wichtige, ein wichtiges Quellteil, denn es ist ein Monument, das Augustus aufstellen ließ in Ankyra, dem heutigen Ankara, wo er selbst, also wo er seine Triumphe mitfeiert. Und es wird halt ganz viel erzählt auf dieses Monument. Über natürlich beschönigend, aber trotzdem über halt Augustus und was der alles so gemacht hat. Und das wurde im 16. Jahrhundert von einem europäischen Gesandten noch abgeschrieben komplett, als er die Türkei als Botschafter am Hof des Sultans, als kaiserlicher Botschafter am Hof des Sultans, das Land bereisen durfte, hat er das gesehen und hat den Wert eben erkannt und beschlossen, okay, das sichere ich mal, und es wurde, soweit ich weiß, sogar kurze Zeit später tatsächlich zerstört, dieses Monumentum Ankyranum. Also kurze Zeit, nachdem er das abgemalt hatte, also abschreiben ließ, zerstörten. Ich weiß gar nicht, wie das kaputt gegangen ist. Jedenfalls ging dieses Monumentum Ankyranum dann kurz drauf kaputt. Und ja, so blieb natürlich dieser Text der Nachwelt erhalten, weil eben dieser frühhumanistisch gebildete Botschafter erkannt hat, welchen Wert dieses Monument eben hat. So, ich brauche hier unten eigentlich unbedingt einen Agenten, am besten eine Spionin. Das ist gut, Bewegungsreichweite. Und beende mal ganz kurz wie zu Beginn jeder Aufnahme die Runde. Ich glaube, er greift mich nochmal in Trapezos an. Das soll er mal ruhig machen. Nein, er versucht hier zu plündern. Das geht natürlich auch auf die öffentliche Ordnung. Ganz merkwürdig. Gut, die Dai holzen hoffentlich weiter im Osten rum. Die sind ja auch mit den Parthern verbündet. Ja, ach, die Helvetier dürfen da ruhig durch meine Gebiete laufen. Parthava, Persien und so. Sardes gibt es immer noch. Ah. Ich gerade gesagt, das hält die Garnison von Sinope wahrscheinlich aus. Ich schlage diese Schlacht kurz offscreen. Ich habe keine Ahnung, wie es ausgeht, aber ich denke mal, das werden wir trotzdem gewinnen. Bis gleich. Ja, also, hallo zurück. Meine Steinschleuderer haben gerade den Tag gerettet. Allerdings ist die Garnison von Sinope jetzt komplett, denke ich, weg. Aber das ist ja erstmal nicht so wichtig. Deine Talente kennen keine Grenzen. Na doch, ich fürchte schon. Okay, mir ist irgendwo die Adlige verreckt. Ich glaube, das war die in Athen.
Ja, dann kriegt ihr hier doch mal einen neuen Würdenträger. Die ist nicht schlecht für Neueroberte. Die bringt 3 Steuersatz, die bringt plus 2 Steuersatz. Dreier. Und ja, du marschierst mal hier runter. Ah, hier oben ist die Spionin auch gestorben. Etwas versperrt mir den. Also er ist hier sehr defensiv. Die Leute hier. Keine besonders tolle Garnison. Ja, ich überlege gerade so. Hatra, Dura meine ich natürlich. Oder so einzunehmen wäre jetzt durchaus nicht schlecht. Zu euren Diensten. Ich erwarte eure Befehle. Die Galata nerven mich gerade sehr. Quick Save. Möchte ich mich jetzt damit aufhalten? Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich die Elefanten verliere, die ich nicht so dringend hier brauche. Die ich finde, das sollte sie in der KI-Berechnung nicht anders machen. Das war jetzt hier gerade, glaube ich, wirklich einfach überbordende Faulheit. Aber wisst ihr was? Ich stelle mal kurz eine Armee in Karthago auf. Ich hole mir die Söldner-Elefanten gleich wieder in der anderen Armee. In Libyen kriege ich keine, ne? Aber ich krieg, glaube ich, in Mauretanien welche. Gucke ich kurz über die Grenze. Das passt schon. Hier haben wir in der nächsten Runde eben die Rebellion. Die Frage ist, wo kommt die her? Die lösen wir gleich mal auf. Noch eine Überliste braucht es hier echt nicht. Ich habe ja noch eine Armee in Nikomedia. Wie geht's hier der öffentlichen Ordnung? Hier bringen wir gleich mal eine Armee ran. Ich erwarte eure Befehle. Kommandant? Wir suchen Schutz. Ich erwarte eure Befehle. Und dann widmen wir diese Folge hier den Ponterschlachten. Boah, 4 Einheiten Streitwagen. Ihr wollt mich auch echt verarschen. Ich habe gerade überhaupt keinen Überblick. Aber wir haben die Folge, glaube ich, gerade erst begonnen. Darum starten wir hier einfach mal rein. Sollte dem nicht so sein, sollten wir. Boah, ich krieg nicht mal die richtige Armee als Verstärkung. Oh Gott. Es nervt so mit diesen riesigen Einflussbereichen. Als ob eine Armee, die damit beschäftigt ist, irgendwie hier eine Siedlung zu plündern, verhindern kann, dass eine Armee dahin marschiert. Sind in der Militärgeschichte Armeen so knapp aneinander vorbeimarschiert? Das glaubt man gar nicht. Und dann soll das nicht möglich sein? Also da, ja. Kontrollbereiche, ja, aber nicht so groß. Da fand ich Rom 1 schon besser. So ein Bewegungsfeld quasi nebenan. Das ist noch okay, aber so. Ich bitte euch. Ach ja, das war ja die Armee ohne Punch, also ohne königliche Feldtasten. Und auch noch mit dem archaischen Fernkampf. Egal, das kriegen wir schon hin. Wir hätten ja auch nicht noch eine zweite Armee in Reserve. Ich meine, das sind ja meine. Wir kämpfen heute mal gegen Übermacht-Spezialisten.
Bereit zum Einsatz. Ich habe natürlich hier die leichte Kavallerie, die kann ich sehr schön benutzen, um gegnerische Plänkler zu jagen. Geht mal ein Stück vor. Und nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, die nähert sich wahrscheinlich von überall. Ne? Ja, hier. Das hier scheint eine ziemlich angeschlagene Armee zu sein. Oh, von da kommt auch was. Hier kann sich mal die Garnison einbunkern. Die möchte ich gar nicht so stark in meine Hauptkampflinie integrieren. Ja, achso. Die Plänkler hier gehen mal schon mal rüber. Warum schießt ihr nicht? Ach doch, tun sie jetzt wenigstens gut. Denn so müsste ich es eigentlich schaffen. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja. Bla. Na komm, Kavallerie. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. Du sollst die hier beschießen. Wenn ich hier die Sichelstreitwagen nämlich gleich in die Nähe meiner Hopliten bringen kann. Wir nehmen mal eine Tarantina, um ihn aufzuhalten. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja, man muss natürlich auch Bewegungsbefehle setzen, sonst gehen die nämlich nur sterben. Ah, okay, du hast hier deinen Job erfüllt, deinen ersten. Und du hast hier die erste Plänkler-Kavallerie gekriegt, sehr schön. Ah ne, es sind Sichelstreitwagen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Feuer! Reiter! Ja, also ihr seht's hier, es bleibt ein ewiger Kampf. Wir haben die versteckten Feinde. Ja gut, hier schickt er wenigstens seine Streitwagen schön rein zum Sterben. Hier die leichte Kavallerie. Tut mal das, was sie am besten kann. Hier ist es ein Witz, dass diese Streitwagen hier übrigens so schnell sind. Ein Hauptproblem der Streitwagen historisch, weshalb die Streitwagen nämlich immer weniger benutzt wurden, war, dass so ein Sichelstreitwagen doch unglaublich langsam war. Also genau das Gegenteil von dem hier. Hier schickt er hoffentlich den nächsten Streitwagen in die Piken. Ich habe das Gefühl, die KI kann nicht, nimmt nicht wahr, dass die im Piken sind. Das würde erstaunlich viel Sinn ergeben, wenn man sich mal so vor Augen führt, wie die manchmal reagieren. Und die verursachen, glaube ich, beim Fliehen Verluste bei den eigenen Einheiten. Oder? Nee, leider nicht. Ich weiß, dass sie beim Fliehen auch noch Gegnern Verluste zumindest früher zugefügt haben. Meine leichte Kavallerie lebt immer noch. Und ich muss unbedingt hinten in diese Plänkler rein. Ah, hier habe ich mal gerade voll gepennt. Und meine Linie nicht verschoben. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schnelles Marschieren! Unser General wird angegriffen! Ah, verdammt. Du bist hier noch kurz gebunden, aber das geht dann. Ihr nehmt hier hoffentlich
schön die Fernkämpfe auseinander. Ja. Pa, toll. Ja, das ist das Problem, wenn man von so vielen Seiten doch auf einmal angegriffen wird. An einer Seite muss man immer Abstriche machen. Aber wir haben ja doch viele schnelle Einheiten, die uns da hilfreich sein können. Und die KI schafft es auch nicht, die Lücke richtig zu nutzen, also den Totalausfall, den ich da gebracht habe mit der Flanke, können sie nicht bestrafen. Also nicht auf die Weise, wie es eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nötig wäre. Vielleicht. Und jetzt kann ich hier sogar die Herbernpiken brechen. Und ja. Na, es rächt sich eben, dass ihre Einheiten noch keinerlei Qualität mitbringen. Müssen sie vielleicht von Spiel. Das kriege ich jetzt. Und ja, ich kann da zum Beispiel mit der Kavallerie frontal reinchargen in die östlichen Speerträger, das macht nichts. Und auch, dass sie als Bonus quasi den rasenden Angriff haben, ist dem ganzen Prinzip nicht wirklich zuträglich. Die Schlacht wendet sich. Hier beginnt jetzt schon das große Schlachten. Wo fliehen denn die Einheiten zum Beispiel? Ja, hier kannst du mal voll reinhauen. Wo ist meine Artillerie? Die hört mal auf zu schießen. Hier ist inzwischen hier nur noch dahingehend Party. Hier ist noch. Ja, die fliegen jetzt auch. Wir fahren natürlich fort, denn jetzt haben wir mal die Möglichkeit, Pontos so richtig schön hochzunehmen. Tarantina verfolgen hier. Und ja gut, wenn hier ein paar östliche Steinschleuder entkämen, wäre das in Ordnung. Aber wir haben hier schon wieder richtig schöne Killzahlen. Unsere versteckten Einheiten. Ja, doch. Die mausern sich hier auch ziemlich hoch. Also das geht doch gut ab. Nenne mal lieber die Fernkämpfer mit. Ja, man kann wirklich viel Erfahrung farmen, indem man Einheiten verfolgt. Ich finde, das sollte man auch vielleicht ein bisschen ändern, weil so ist es doch sehr krass, dass die Kills doch, glaube ich, gleich zählen. Also ist zumindest meine Wahrnehmung so. Weil auf fliehende Einheiten einzuhacken heißt ja nicht, dass man sich dadurch groß verbessert. Es ist sogar so, dass erfahrene Einheiten meistens viel besser verfolgen konnten, weil die eben viel mehr Kampferfahrung hatten und unerfahrene Einheiten beim Verfolgen sehr schlecht waren. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Naja. Gut, ich beende hier einfach mal die Schlacht. Ein paar Ponschen Speerträger. Braucht's nicht mehr. Ja, 500 Mann verloren. Vor allem leider in der Kavallerie, die hat aber auch ordentlich zurückgebissen. Aber dafür 2888 Mann getötet. Von 1350, also noch so 700 Mann kreuchen da rum. Ihr seht hier die größte pontische Armee, die hat ordentlich auf den Deckel gekriegt. Fast 800 Kills mit meinem General. Meine Pikenlinie hat sehr schön gehalten. Und ja. Ich erwarte weitere Befehle. Das ist doch mal
Ja, natürlich. Okay. Es ist doch... Zu euren Diensten. Okay. Ich fürchte, dass... Jetzt verliere ich irgendeine Einheit ganz. Ah, das musste jetzt sein. Ja gut, ist nur eine von den nachrekrutierten Bürgerkavallerien. Und du marschierst jetzt weiter. Ich hätte, er kommt gleich in Asamosata raus, aber da ist die Garnison recht gut. Du nimmst nämlich in der nächsten Kampagnenrunde Samosata ein. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Giganten irgendwann doch losziehen. Kommst du überhaupt in einer Runde hoch? Kommst du in einer Runde runter, ist die Frage. Ja, aber... Der müsste... Na gut, der kann hier hochmarschieren. Wir können diesen Befehl nicht ausführen. Aber die Frage ist, macht er das auch? Kannst du... Ich glaube, wenn du versuchst, hier zu sabotieren... So, ihn mal die Vorräte zu vergiften. Ich habe jetzt gesehen, was das Problem ist. Ja gut, sie ist verwundet. Eine Runde warten wir hier nochmal in Hatta. Ich glaube, fürchte nämlich, dass die KI das einsehen kann. Hier in Tushba habe ich jetzt ja eigentlich den großen Vorteil, dass meine Verbündeten und deren Verbündete immer weiter südwärts hauen. Das heißt, wir werden uns mal hier anbieten, den Titanen, ob die uns nicht mal einen freundlichen Besuch abstatten wollen. So, die Garnison von Antiochia hat sich fast erholt. Sobald die, also ne, auch wieder in der nächsten Runde, werde ich gucken, ob ich hier diese Söhne des Ares nicht mal angreifen kann. Eventuell kommt dann nämlich hier alles raus. Dann ziehe ich gleichzeitig die Götter des Krieges nach unten. Kann ich euch behilflich sein? Und du kannst mal versuchen, wie hoch sind hier deine Chancen? 66%. Hier sind es wenigstens 86% und wahrscheinlich die Chance, dass es nicht klappt, relativ niedrig. Es geht mir gar nicht darum, dass hier irgendwas stirbt, sondern dass sie gleich nochmal vielleicht ein bisschen Erfahrung hat. Fast. Schade. Ja, an der Stelle würde ich sagen, beende ich den Part. Wir haben die Ponta, also wir haben Pontos eigentlich... das Rückgrat gebrochen, militärisch, werden im nächsten Part auch ihre letzte Siedlung einnehmen. In Kleinasien haben wir erstmal, ja, hier oben eben diese Schlacht geschlagen und dadurch ein kleines Problem. Aber wir haben auch schon die nächste Armee. Wir können hier schon mal eine galatische Truppe niedermachen, denn auch die Galater sollen ja fallen. Die öffentliche Ordnung werde ich hier wahrscheinlich nicht mehr hoch genug kriegen. Höchstens geh mal in Gewaltmarsch. Schade. Ich hatte gehofft, dass ich es vielleicht irgendwie schaffe. Was sind denn deine Effekte? So, Nikomedia zählt ja eh nicht. Und Pergamon hat keinen Hafen, verdammt. Schade, schade, schade. Ansonsten hätte ich da vielleicht noch was für die öffentliche Ordnung tun können. Zur Rettung derselbigen. Ja, auf ungefähr der Hälfte des Weges, provinzentechnisch, muss ich sagen, der Krieg läuft recht gut, auch wenn einige Armeen hier noch zu sehen sind, eben hier vor allem dieses riesige Konglomerat in Tarsus, aber das wird auch. Ich hoffe natürlich, dass wir in der nächsten Runde blöd genug sind, hier Arkas anzugreifen.
Ja, ansonsten sieht man hier sehr schön, wie die Dae dominieren eigentlich sehr schön. Meine Gegner zurückgedrängt haben, die Parther auch. Ich hätte, wie gesagt, sehr gerne hier irgendwie so meine Ostgrenze gezogen. Das hier möchte ich noch einnehmen und mal schauen, wie wir die restlichen Provinzen... Sind ja gar nicht mehr so viele. 140 muss ich haben, aber wir sind schon über die Hälfte. Wie ich meine ganzen Gebiete zusammenkriege. Ardachan hier werde ich wahrscheinlich noch kaputt machen. Ja, die Daorsi. Vielleicht werde ich noch den Norden Galliens erobern. Hier im Süden Ägypten noch mir unter den Nagel reißen. Aber das ist noch ein bisschen hin. Also wir haben auf jeden Fall erstmal noch Partmaterial. Ich sage euch an der Stelle ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Fighting Joe.